Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann mich des Eindrucks hier leider nicht erwehren, dass es bei der CDU erst einer Krise wie der aktuellen Corona-Pandemie bedarf, damit sie aktiv wird. Und dann soll alles sehr schnell gehen. Meine Damen und Herren, ob jedoch ein solches Gestolper als ergebnisorientierte Politik Früchte tragen wird, darf hier ernsthaft bezweifelt werden. Wurde doch unter Ihrer Regierungsverantwortung von 1990 bis 2014 der zu ändernden § 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes so ausgestaltet, wie er sich bis heute befindet? Und Herr Bieler, lassen Sie doch der CDU auch mal den kleinen Erfolg mit den sozialen Müllgebühren, weil wenn Sie sich schon die Arbeit machen, nach fast mittlerweile 30 Jahren hier eine Gesetzesänderung zu vollziehen, ist es doch aller Mühe wert. Und wir unterstützen das natürlich auch. Mag sein, dass im Mandelgesetz hierüber jetzt gesprochen worden ist, über soziale Müllgebühren. Und wie gesagt, das ist ein Pluspunkt für die CDU. Aber wie gesagt, was anzukreiden ist, dass die CDU jetzt erst diesen Aspekt einführt. Wir können uns alle erinnern, es gibt eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Weimar, des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 16. Februar 2011, und darin ist bereits bekannt worden, dass die Heranziehung unterschiedlicher Gebührenmaßstäbe bei unterschiedlichen Benutzergruppen aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. Jetzt haben viele Redner, unter anderem auch der Herr Bergner, viele Positionen hier schon benannt. Was Sie jetzt machen, ist eine Ermessensvorschrift sozusagen einzuführen. Und wir müssen darauf achten, dass diese Ermessensvorschrift auch als solches nicht durch Gerichte als Ermessensvorschrift gegen Null ausgelegt wird. Das heißt, Sie haben im Ergebnis möglicherweise keinen Erfolg damit, wenn Sie eine Kann-Bestimmung hier entsprechend formulieren. Also da müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Und ich glaube, da besteht aus unserer Sicht erheblicher Verbesserungsbedarf. Aber um das kurz vorwegzunehmen, Herr Walk, Sie haben es benannt, wir werden auch zustimmen, die Angelegenheit in die Ausschüsse zu überweisen, einfach deshalb, weil es ein wichtiges Thema anspricht, nämlich die Entlastung der Familien. Und die AfD ist eine Familienpartei. Also, wichtig für uns, dass es gemacht wird. Herr Bergner hat es gesprochen, hat es auch angesprochen. Es ist auch wichtig zu beachten, wenn Sie auf der einen Seite die Familien entlasten, dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass eben die Kosten nicht hängen bleiben bei den älteren Leuten oder bei den Alleinstehenden oder aber auch bei den Gewerbetreibenden, die auch Müll entsorgen müssen. Und wenn wir einmal dabei sind, dann ist auch die Frage, Herr Walk, was uns und die Bürger interessiert, kommt im nächsten Plenum dann vielleicht auch endlich die Abwasser- und Straßenreinigungsgebührenerhebung auf den Prüfstand. Also es ist einiges auf den Prüfstand zu stellen. Es ist ein guter Anfang gemacht worden und wir werden das selbstverständlich als AfD-Fraktion hier unterstützen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich rufe auf die Abgeordnete Hänfling von der Fraktion Bündnis 90 Grüne.